Hallo allerseits. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man richtig schöne Schlammspritze an dem Modell darstellen kann. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorgearbeitet mit MIG Dark Matte, also den MIG Pigmenten. Und als nächstes kommt jetzt noch ein bisschen Dry Matte dazu. Und ich zeige euch jetzt genau, wie das geht. Zuerst gibt man hier in das Schälchen ein bisschen Holzleim und verdünnt es mit Wasser. Das wird dann praktisch die Pigmente fixieren. Man kann jetzt auch den Pigmentfixer nehmen von MIG, spielt eigentlich keine Rolle. So, wird es schön vermischt. Gut, und jetzt kommen die Pigmente rein, wie schon gesagt, von MIG Dry Matte. So. Und das wird jetzt auch wieder vermischt. Okay, und jetzt hat man hier sozusagen die Suppe am Pinsel hängen. Jetzt brauchen wir unsere Airbrush und sprühen dann einfach so von schräg unten vorne gegen den Pinsel und die flüssigen Pigmente werden dann so aufs Modell geschleudert, wie realistische Spritze auch. Wichtig ist eben, dass man von schräg unten das anspritzt, weil ja da logischerweise auch die Spritze herkommen, wenn der Panzer durch eine Pfütze fährt und es dann so hingeschleudert wird. Also ich würde sagen, das sieht ziemlich cool aus. Das muss jetzt noch ein bisschen trocknen und dann ist das Modell auch fertig. So, ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hamekabakas.